Kennt ihr das auch, dass man alte Bücher rumliegen hat, die eigentlich niemand mehr lesen möchte? Wir haben eine super Idee, wie man aus den Bücherrücken ein richtig schickes Geschenk machen kann. Schaut euch schon mal um, ob ihr ein altes Buch findet und bastelt das nach. Na, habt ihr ein altes Buch gefunden, das ihr nicht mehr lesen möchtet? Gut. Dann entfernt vorsichtig mit Hilfe eines Skalpells oder mit einem Cutter den Buchrücken. Genau so. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Rückseite mit Washi-Tape verzieren. Das müsst ihr nicht, aber es sieht dann etwas hübscher aus. Mit Hilfe einer Schere könnt ihr die Ecken abrunden und das eine Ende lochen. Vielleicht habt ihr zu Hause ein paar tolle Geschenk- oder Dekobänder rumliegen. Falls ja, dann passt das wunderbar. Und ansonsten nehmt ihr einfach eine Schnur, eine Kordel oder einen Faden. Knotet es fest und dann habt ihr im Handumdrehen ein schickes Lesezeichen gebastelt. Denselben Schritt haben wir mit einem großen Buch wiederholt. Einfach den Buchrücken abtrennen. Die Rückseite dekorieren, die Enden ein bisschen abschneiden oder die Ecken abrunden, ein Loch mit einem Locher bohren und wenn ihr wollt, einen Faden oder so wie wir ein bisschen Geschenkband einfädeln und zuknoten. Wenn ihr das nächste Mal ein Buch verschenkt, schenkt doch einfach ein hübsches, selbstgebasteltes Lesezeichen dazu. Ach, und übrigens, Bücher, die man nicht mehr liest, sollte man nicht wegwerfen, sondern lieber spenden oder auf dem Flohmarkt verkaufen. Andere Menschen freuen sich darüber.